So, und jetzt die Position. Aufgrund der Wendehalslöwen nicht links von einem Wappen. Niemals links. Also nein, warte, wir brauchen. Also es kann nicht hier sein, weil hier ist das Kleeschweinschlosser oben und darunter der Wendehalslöwe und links davon kann das nicht sein. Ja. Sondern rechts, also hier irgendwo. Ja, also ich würde sagen, Feld Nummer. Also die linke obere Ecke ist komplett richtig so, oder? Ja, Wenn klar. ich das so sehe, Das ja. ist alles richtig so. Ach so, Kann man okay. jetzt auch gar nichts mehr machen. Ja. Aber, okay, also es muss irgendwo rechts von dem Wendehalslöwen sein. Und der Schlangenzungenbärenorden irgendwo oberhalb. Also vielleicht der hier, weil, naja, oberhalb ist relativ schwer, wenn man ganz unten ist. Ja. Durchaus. So, das verärgerte die Wappen direkt unter dem entsprechenden. Ja, hier. Hier so. Ja. Unter dem Zugang. Die Schlangenzungenbären setzten sich durch. Unter großem Protest. Letztes Wappen rechts von der Grabkammer. Das ist das Emblem. Ja. Ja, guck mal, wenn das rechts von der Grabkammer ist, da drunter ist das hier, das ist oberhalb und das ist unterhalb, dann. Ja, aber da kannst du nichts mehr machen. Du musst wahrscheinlich. Ah, okay, wir können diese Zettel da auch noch runternehmen. Ach so, Ja, Mensch. lustig. Okay, also. Was macht das? Ja, damit können wir jetzt. Und dann, wenn wir die ganzen haben, dann ist in der Mitte davon die. Ah, okay. Ne? Ja. Also, wir können das entweder hier hinpacken oder dahin. Ja, ich würde es daran machen. Gut. So, jetzt muss das Schweinchen runter. So, Und und das Teil jetzt? da, dahin. Oder wie? Oder wer? Oder was? Also nee, am Ende muss dann, glaube ich, eins übrig bleiben, weil die wollen ja alle, dass es, also sie wollen das alle einkreisen. Also Ja, guck macht mal, dann das machst du hier den da keinen oben Sinn. einmal, mach den mal runter. Welchen, den hier? Ja, kann man die irgendwo hinlegen? Aber die müssen ja immer so liegen, dass sie auch auf den Symbolen liegen. Ja, das wollte ich gerade wissen, So. ob man die irgendwo hinlegen kann oder nicht. Dann haben wir hier. Ja, das muss es Gut. sein. Ich habe Tada! das Nicht schlecht. Rätsel Das war jetzt gar gelöst. nicht so Danke, schwer. dass du Ja. das Buch so lange gehalten hast. Du stehst übrigens im Weg. Danke, das ist aber nett von Ja. dir. Wichser. Aber richtig. Nun, da Wow! Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lilly endlich Garrett aus der Reserve locken. Ja, tada! Ah, cool. Und sie macht es auch noch ganz von alleine. Lilly Ja. kauerte Meine sich in den Güte. Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow! Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind, dann fress ich Tom Hanks Doppelkinn. Und was ist Doppelkinn? das? Hey, hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren Und? und. Das ist doch ein Schwert! Oh Gott, ein Ein Schwert! echtes Templerschwert! Ich werd Tada. verrückt! Mann! Das sitzt aber fest. Ich hoffe, diese Strebe da ist kein tragendes Teil. Es ist immer der Schlag hallte in der beste ganzen Satz, Kirche den man wieder. bringen Lilly kann. war Ja. versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nahen. Oh. Ja, das war wohl doch ein tragendes Teil. Herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Mal, 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 mal. Und er bemerkt es nicht mal, der Spinner. Nee, das Jetzt vielleicht. leg mal das Schwert auf die Halterung. Ja. Ach, Mensch. Rip. Lilly freute Angucken. sich immer, wenn etwas übrig blieb. Aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so. Und so. Oh. Ja, und so ist wichtig dabei. So. Na los, rein mit dem Lilly Spaß musste da. beichten, dass sie mal wieder vollkommen auf dem Schlauch stand. Oh, geht Hallo? nicht? Guck an. Okay, Lilly musste beichten. Nee. dann wissen wir aber jetzt, dass er da drin sitzt. Wir können mit dem Schwert doch bestimmt irgendwas anfangen. Bestimmt. Können Oder nochmal geh mal rein in den reinnehmen. Beichtstuhl, genau. So, Okay, passiert passiert nichts. nichts, okay. Gut, können wir irgendwie das Loch da noch anschauen? Was Nee. passiert ist? Nee. Nö. Gut, dann würde ich sagen. Berichten wir doch mal Edna davon, dass er jetzt wieder in seiner komischen Hütte sitzt und vielleicht hat sie ja eine Idee. Jetzt geht er gerade raus. Nein. Schub, schub.
Okay, also... ja, okay. Also wir brauchen irgendwas, um das davor zu schieben. Wir könnten vielleicht mit dem Schwert den anderen Typen beeindrucken. Ja. Der draußen sitzt. Ich meine, welcher ja, so Junge mag keine Schwerter? Das ist schon ein bisschen cooler. Dann kann man auch Spinnen die Beine abhaken. Ja. Anstatt einfach nur ihre Netze zu verbrennen. Ich habe so das Gefühl, so langsam wird alles pink in dem Spiel. Shawnee ja. schien nicht interessiert zu sein. Okay, das geht nicht. Lily musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Ja, okay. Okay, vielleicht können wir damit den Reifen runterschneiden. Das wäre noch eine Idee. Ja. Oder wir geben das Doris als Messer. Oder das. Die freut sich doch auch bestimmt über ein großes Messer. Ja, aber wenigstens haben wir gerade schon mal schön viele sprudelnde Ideen. Du musst doch ein Stück weitergehen. Oh, schade. Ich dachte, sie wäre schon... dachte, sie wäre so schlau, alleine weiterzugehen, wenn sie so... Weil der hing ja auch in unerreichbarer Ferne. Ah, das Inventar ist weg. Ein Backventar. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Essen. Es war hoffnungslos. Die Reifenschaukel hing ja. weg. Dann, finde ich, gehen wir das mal durch. Ja. Wie sie in aller Ruhe durch die Gegend strichert. Strichert? Ja. Ja, das sehe ich auch so. Gib's immer nicht weiter. Ja. Okay. Da geht's zur Kantine. Ja. Oh, Mensch. Na. Oh, hallo. Drückt man da 30 Mal drauf und sie geht immer nicht weiter. Oh, guck mal, die Oberin ist weg. Und das Inventar ist auch schon wieder. Was soll das? Warum zeigst du mir das? Das hat in meiner Kantine okay. nicht. Genauso wie. Also verschwinden. Ja, okay. Ich brauche. Gut, also. Aber jetzt sieht sie vielleicht das Bild. Ja, wir können ja mal hochgehen und gucken, was sie dazu sagt. Ja. Oder wir könnten auch, warte mal, geh mal ganz kurz noch da in diesen, in ja. diesen Gang, wo es zum Lehrsaal ging. Ah, ja, ja, okay, zum Flur meinst du. Ja, kann sein, dass es da war. Gucken, ob der Typ da immer noch vorsteht. Ja. ja. Weil gut, mir ja. viel zu einkommt, da oben ist ja das Seil. Ja, ja das ob das vielleicht auch gehen würde, aber es geht nicht. Du ja. kannst es auch mal dem alten Mann zeigen. Können wir auch machen. Also sie geht jetzt gerade, ich dachte, vielleicht im Klassenzimmer irgendwas los, wenn die obere nicht mehr, nee. Nee, also hey. Die wird in ihrem Büro hocken, denke ich. Wahrscheinlich. Die ist mit ihrem Beruhigungstee fertig. Ist bestimmt ganz entspannt. Ja, es hat eigentlich bestimmt schon was zu bedeuten, dass sie auf einmal nicht mehr da ist. Ärgert sich hey, bestimmt, ja, wer das Bild da aufgehängt hat oder irgendwie sowas. Hey. Vielleicht hat aber er ja was dazu zu sagen. Ja, vielleicht. Lily hätte ja gerne noch eine Anekdote gehört, aber sie wollte den alten Mann nicht aufwecken. Okay. Ja, wir dürfen nicht mehr mit ihm reden. Ja, ja, das ist schon mal ein Fortschritt. Das finde ich irgendwie schön, ja. muss ich sagen. Okay, dann gehen wir mal ins Büro. Ja, ab geht er. Ja. Ja. Oder wir können das Bild zerschneiden. Das können wir auch noch machen. Es fällt auch irgendwie niemandem auf, dass so langsam die halbe Inneneinrichtung weg ist. Ja, ich finde es eher interessant, was uns alles einfällt, was man mit so einem Schwert anstellen kann. Man kann irgendwie alles mit dem Schwert machen. Ja, nur Lilly kann das irgendwie nicht. Ja. Nein, sie ist auch nicht da. Wo ist sie denn hin? Gott. Sie ist weg. Hm. Aber dass das Schwert nicht in die Halterung passt, finde ich ein bisschen seltsam. Ja, irgendwie schon. Eigentlich macht das ziemlich viel Sinn. Ja, durchaus. Okay. Taps, taps. Wenn du Doppelklick machst, beeilt sie sich übrigens. Haha, wir könnten ja auch nochmal Edna fragen. Vielleicht weiß Edna ja, ja nochmal. Können wir was. Auch machen. Vielleicht. Vielleicht. Ja, erstmal zu Edna. Gammeln auch noch immer noch rum. Und? Cool, aber davon ja, kannst nein. du... Okay. Okay, Edna hat wirklich ja, nicht mehr zu berichten. Ja, super. Okay. Hm. Was sagen die beiden denn noch Schönes? Bleib uns bloß vom Leibe! Du hast doch den totalen Sockenschuss hier mit echten Sprengsätzen durch die Gegend. Ah ja, aber die Gesellschaft voll zerstören wollen. Ja. Geht gar nicht. Nieder mit den dunklen Mächten!
Vor allen Dingen Sprengsätzen, das war nur eine. Jetzt übertreibt man nicht, Mädels. Ja, aber sie übertreiben immer. Ja. Dass sie die Schule zerstören wollen und dann nicht mehr mitmachen. Ja, kommst du vielleicht dann über Lang ran? Mit dem Schwert? Ja, versuch's mal. In Momenten wie diesen wünschte sich Lilly 10 Meter groß zu sein. Verdammt. Dann könnte sie Ja, in Schutt und Asche trampeln. Es war Ednas... Auch nicht. Ob es der Oberin wohl gefiel, wenn Lilly das Bild kaputt machte? Ich glaube, immerhin wurde ja auch sonst von ihr erwartet, dass sie sich von allem löste, was ihr Freude bereitete. Okay, ja. Das ist es auch nicht. Lilly hatte gehört, in diese... Nee. Okay. Gut, also wir brauchen immer noch ein Rasenmäher, womit man... irgendwas mäht? Also, wo wir denn den Alkohol reinschütten können. Mähen. Ja, zum Beispiel. Was kann man denn sonst noch machen? Was haben wir denn sonst noch für Ideen? Birgit hat immer noch rumgeheult, ja. Die Oberin ist weg. Die Oberin ist weg, ja. Die Frage ist, wo ist sie hin? Weiß ich auch nicht. Ist sie vielleicht in die Kapelle gegangen? Aber da ist ja keiner. Ja, jetzt vielleicht. Ja, vielleicht jetzt. Okay, schauen wir mal. Schneller, lauf. Du musst, genau, auf die Pfeile dann. Nee. Kann man jetzt hier vielleicht aber noch mehr machen. Das muss doch gehen. Finde ich auch echt seltsam. Hätte ich auch echt erwartet, muss ich sagen. Lilly musste beichten, dass sie mal wieder... Ja. Lilly muss... Eine Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberin spionierte. Eine. Guck mal, was du da noch so auswählen kannst. Brett! Ach mal, das war jetzt einfach. Was kannst du da noch irgendwas machen? Oben das Teil vielleicht noch? Ja, sie müssen aus dem Weg gehen, dann sehe ich nichts. Nö, sieht nicht so aus. Aber jetzt versteckt, mach die Tür. Dürfte ich mal anmerken, dass es ein bisschen bescheuert ist, ein Brett da reinzustellen, mit dem man die Tür dann zumachen kann? Naja, ja. Herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Man latscht erstmal seine Hose und fällt hin. So, und jetzt hier, ne, mit dem Brett. Brett. Halterung. Ne, Brett. Nehmen. Los. Hey, ja, prima. Siehst du das, Lilly? Findest du das etwa komisch? Ich denke immer sofort, Alter, das wieder sein. Lilly war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Also? Garrett ist also außer Gefecht gesetzt. Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu schleudern. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du, du schaffst das alles? Aha. Danke, Lilly. Du bist die Beste. Jo, dann mal los. Also. Willst du schon direkt weitermachen oder wollen wir vielleicht nochmal einen kurzen Break einschmeißen? Können wir auch machen. Jo, und dann... Bis zum nächsten Mal. Genau, bis dahin. Und du musst abbrechen.